Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Waventure. Wir sind ein verbranntes irgendetwas. In der letzten Folge waren wir auch eine Katze, eine süße kleine Miau-Katze und haben eine Erdbeere geholt, was auch immer uns das bringt. Aber wir hatten zumindest die Erdbeere, was sehr schön ist. Und aus der Asche unserer Schuld wurde ein neuer Held geboren. Ich habe schon wieder vergessen, was letztes Mal passiert ist. Anscheinend sind wir irgendwie verbrannt oder sowas. Was weiß ich denn? Auf jeden Fall hatte der gute Medusa-Enzym mir eine tolle Sache gesagt, die man noch machen könnte. Und zwar können wir uns hier einmal den Greifhaken holen. Oh Gott, ich werde sterben auf dem Rückweg. Und wenn wir uns diesen Greifhaken holen und hier rausgehen, in der Hoffnung, dass ich hoffentlich nicht gegen den Typen sterbe, kriege ich es hin, Leute. 1, 2, 3 und hab... Okay. Wir können hier auf der linken Seite uns hoch... buddeln. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Und jetzt sind wir hier oben, Leute. Mit dem Greifhaken. Ich weiß jetzt nicht, was genau mir das bringen soll, weil ich habe es ja auch letztes Mal irgendwie mit dem Schwert hinbekommen und dann waren wir auch in dem Shop drin und so. Aber wir haben jetzt einen Greifhaken. Wie gut ist das denn? Da hinten ist diese komische Burg. Können wir jetzt vielleicht hier irgendwas Neues machen? Da verliert man all sein Stuff. Das wäre so richtig dumm. Wir könnten das hier nochmal machen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir auch zwei wieder springen können. Also ist ja eigentlich klar, was man hier macht, ne? Man geht auf den zweiten gleich beim ersten Sprung. Oh, es hat tatsächlich funktioniert. Dann macht man da unten auf, geht hier auf den ersten, springt auf den zweiten, hoffentlich. Anscheinend geht das nicht mit unserem Teil. Ach, hier sind wir, glaube ich, noch letztes Mal gestorben, ne? Und wir sind einfach verbrannt und... Genau, ich glaube, das war dasselbe. Na gut, was passiert denn, wenn wir das ohne Ausrüstung machen? Also erst den zweiten, das funktioniert auf jeden Fall. Und jetzt sollten wir doch an sich auch nicht... Okay, dann keine Ahnung, Leute. Wie soll man denn da hinkommen? Ah, vielleicht mit dem Vogel. Leute, das wäre eine Idee. Oh, aber mit Vogel komme ich hier oben nicht mehr rauf. Nein, was? Ach, komm schon. Gut, dann müssen wir halt unser Schwert mitnehmen, damit wir den normalen Weg da lang gehen können. Oh, richtig sad. Aber mit dem Vogel sollte das trotzdem gehen? Okay, also man kommt auf jeden Fall mit dem Vogel hier mit hin. So, wir gehen trotzdem auf den zweiten. Okay, das ist aber übelst knapp. Holy shit, okay. Und bitte, bitte, bitte funktioniert. Ja, es geht. Und ich glaube, das geht auch nur mit dem Vogel, oder? Oh, wenn sich das jetzt nicht gelohnt hat. Schmuckprobe, Leute. Warum heißt dieser Raum Schmuckprobe? Also wir konnten ja schon mal Schmuck irgendwo herholen, aber hätte uns das hier was gebracht? Auf jeden Fall ein neuer Raum. Tetrakammer. Ich kann hier nichts machen. Oh, hier brauche ich das Schmuckstück, oder was? Alles klar, kurz das Schmuckstück holen. Mich verarschen, dass es gerade so nicht geht, darüber zu fliegen. Wenn man vom letzten... Wenn man vom letzten Pixel hier abspringt, dann geht das bestimmt. Na, komm schon. Mann, ich will den ganzen Weg nicht zurücklaufen. Okay, es geht nicht. Nö. Aber man kann relativ spät erst abspringen. Kann man da hoch? Ne, auch nicht. Wir könnten uns natürlich... ist die Frage, ob sich das überhaupt lohnt. Wir können uns hier den Greifhaken holen. Dann werden wir halt richtig schwer mit der Zeit, ne? So. Schieß mich rüber, George! Raus aus meinem Laden, du Bastard! Mach eine falsche Bewegung und ich werde dieses Ding benutzen! Oh nein, er ist sauer auf uns, weil wir ihn einmal getötet haben. Er hat einfach eine Schrotflinte. Tschüss, ich gehe schon, ich mach doch gar nichts. Der kann uns locker erschießen, wenn ich jetzt mein Schwert zücke, oder? Das müssen wir dann auf jeden Fall auch noch machen, aber gerade haben wir eine andere... Eine andere Mission? Wo war denn dieses Schmuckstück? Bitte erschieß mich nicht, ich mach doch gar nichts. Ich will nur da... War das Schmuckstück da oben drin? Moment, ich kann ja das Ding hier einsetzen. Ist da das Schmuckstück? Nee, da ist die Bombe drin. Atomsprengkopf, das ist jetzt nicht das, was ich haben wollte. Oh Gott, ich werde immer schwerer. Wo war dieses Schmuckteil? Ach fuck, nein, jetzt schieße ich die Kanone ja wieder ab. Oh, ich mach alles falsch, Leute. Oder war das hier unten? Da ist das Schmuckstück. Ah, okay. Und kommt man von hier aus auch zum Drachen? Warte. Ging das von hier aus? Jetzt sind wir doch... Ja! Oh! Uno momento. Ich glaube, wir können uns jetzt... Ich hoffe, das Schmuckstück ist nicht schwer... zu schwer, dass wir da nicht mehr rüberkommen. Aber wir können ja jetzt am Drachen vorbeigehen. Und dann könnten wir uns höchstwahrscheinlich diesen roten Kristall holen. Wie geil ist das denn? Aber man kommt hier doch hin ohne alles Mögliche. Da lebt der Drache wieder, warum auch immer der immer wieder lebt. Soll jetzt nur nicht da reinspringen, das wäre jetzt richtig blöd. Okay. Aber an sich dürften wir jetzt nichts bei uns haben. Und dann bist du... Ja, oh geil! Was kriegen wir hier? Hallo, bringst du mich um oder bist du gut für mich? Okay. Ein rotes Ding ist irgendwo hingeflogen. Keine Ahnung.
Okay, finde ich gut. Jetzt können wir uns hier rausschießen lassen. Hui, hier haben wir auch noch ein Rätsel auf der rechten Seite natürlich, aber das raff ich halt noch nicht. Deswegen, das machen wir irgendwann später. Wo ist denn jetzt dieses rote Ding hingeflogen? In dieser Wolke ist auch noch irgendein Ei drin. Müssen wir auch nochmal irgendwann hin. So, jetzt sind wir hier draußen ohne Schwert. Das finde ich auch nicht so schlecht. Wir brauchen halt leider trotzdem den Vogel, ne? Und wir kommen hier sowieso nicht hoch. Okay, also wir müssen uns auf jeden Fall den Greifhaken holen, damit wir wieder auf die linke Seite kommen. So, dann schnappen wir uns den Vogel. Ist die Frage, kommen wir mit dem Vogel wieder auf die rechte Seite? Vor allem sind wir mit dem Vogel... wir kommen auf jeden Fall auf die rechte Seite. Aber ist dann die nächste Frage, ob wir mit dem Vogel... Oh, wo fliegen wir denn hin? Viel zu weit! Okay, wir müssen... Oh Gott. Ja, danke für den Hit. Komme ich denn da jetzt noch hin oder nicht? Wo bin ich denn hier jetzt? Nein, ich bin zu schwer für alles. Nein, ich komme nicht mal da hoch. Oh, kann ich hier irgendwo mein Teil einsetzen? Oh, jetzt habe ich dieses Schmuckstück, aber ich komme einfach nicht mehr dahin, wo ich eben hin wollte. Wie werde ich denn mein Schmuckstück los? Warte, ist jetzt vielleicht das... Ah ne, da ist das Windows-Zeichen. Ich dachte, vielleicht wäre beim Windows-Zeichen jetzt dieser rote Stein hingeflogen, aber scheinbar nicht. Tolle Sache. Oh, warte, jetzt mit dem Vogel kommen wir hier runter, ohne zu sterben. Nein, guck mal, da ist noch ein blauer Stein auf der linken Seite. Nein, ich will da wieder hin. Oh nein. Okay, also wir können auf jeden Fall mit dem Vogel Sachen machen, die wir davor nicht machen konnten. Wir müssen dann auf jeden Fall da unten nochmal hin. Das war jetzt eher Zufall. Hier liegt noch irgendein toter Dude rum. Hier ist auch noch einer. Hi, ich bin Miguel, einer der Schöpfer dieser Welt. Ich sammle nur ein paar Erdbeeren. Ach, ich habe mein Schwert nicht dabei. Verdammt, ich will dich umbringen, Miguel. Wer bist du? Ich habe mir ein Bein gebrochen, aber ich habe meinen Traum verwirklicht. Bitte lass mich hier mit meinen Erdbeeren ausruhen. Dein Cousin. Okay, mache ich. Ich habe kein Schwert leider. Sonst würde ich die jetzt alle abstechen. Tja, da können wir nichts mehr machen. Dunkle Klippe. Die bestimmt springen nicht oder so. Der Glaube kann dir Flügel verleihen. Ich habe doch schon Flügel. Hui. Ja, ich glaube, dass ich fliegen kann. Na, 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 na. Und es langt gerade so nicht. Obwohl... Nein! Nein! Warum? Oh. Leute, wir müssen das hier alles nochmal machen, aber nur mit dem Vogel. Ohne den Greifhaken, den wir haben. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, was ist denn, wenn wir einfach mal nach oben gehen? Das Blut von unserem ehemaligen Vater oder so. Naja, und das ist hier oben. Hallo. Das sieht mir sehr safe aus. Du hast eine... Was? Du hast den eine Tonne Amboss? Ja, geil. Das freut mich sehr. Ich mag den eine Tonne Amboss. Nein! Aber wir haben auch den Vogel. Deswegen sterben wir wahrscheinlich nicht sofort. Ash konnte der Versuchung nicht widerstehen, diesen sexy Amboss in sein Inventar aufzunehmen und fiel direkt in den berüchtigten Ambosshof. Er belebte den Sturz eine Sekunde, bis der Amboss seinen abenteuerlichen Schädel in abenteuerliche winzige Stücke zerschmetterte. Aber ich hatte doch den Vogel! Verdammte Hacke. War das jetzt ein anderes Ende als ohne Vogel oder mit Vogel? Okay, ich habe keine Ahnung. War das ein Albtraum? Es fühlte sich ziemlich real an. Ash war sich nicht sicher, aber er beschloss, sich für eine Weile vom Amboss fernzuhalten. Nur für den Fall. Ja! Wir sind ein Amboss-Head! Nein, wieso nehme ich das Schwert denn mit? Ich bin so retarded. Also dann nochmal das Ganze ohne Schwert und irgendwas. Ich habe jetzt wirklich nur den Vogel mitgenommen. Und an sich müssten wir jetzt den... Ich finde toll, dass hier überall diese Blutspuren immer noch sind. Wir sollten jetzt auf jeden Fall den blauen Edelstein hier mitnehmen können. Ich weiß nicht genau, was sie bringen, aber sie sind hier, also wird das schon nicht so schlecht sein. So, dann können wir hier wieder weg. Tschüss. Zwei von was weiß ich wie vielen Edelsteinen. Oh, jetzt kommen wir auch hier hoch, weil wir ein bisschen leichter sind als vorher. Bin ja mal gespannt. Ist hier der Endboss? Hallo, hier ist noch eine Kanone. Warum sind hier so viele Kanonen? Ich besuche den Ladenbesitzer, um unsere Kanonenkugelbestellung abzuholen. Richte diese Kanone auf das Königreich, um zu schießen, sobald ich zurück bin. Der dunkle Lord, Bestellungen. Aha, da bin ich wieder beim Ladenbesitzer, aber da will ich ja nun gar nicht hin. Glaube ich. Und da komme ich doch gerade. Gibt's denn hier sonst noch so? Ist das hier die Brücke? Nee. Da ist noch irgend so ein Schacht auf der rechten Seite. Die Frage, ob ich da überhaupt rein will. Hallo, Prinzessin? Wieder so viele Wege. Hier ist doch garantiert ein Geheimweg. Nein? Okay. Tja, wenn hier gleich der dunkle Lord ist, dann wäre das vielleicht schlecht, weil ich habe kein Schwert. Und überhaupt gar nichts. Aber ich habe einen Vogel und ich bin ein Amboss. Geronimo! Ich bin locker tot, weil ich das gemacht habe. Dunkler Balkon? Hallo? Wo lande ich? Kann ich bitte irgendwo landen, wo es sicher ist? Shit. Nein, ein bodenloser Boden. Ein bodenloser Boden. Oh
Okay, bringe ich mich gerade selber um? Dunkler Abgrund. Ich glaube. Oh, nee. Bin zumindest nicht tot. Ist ja noch ein Geheimweg? Nee. Hi. Da steht einfach gar nichts drauf. Ja, bis hierhin haben die. Okay. Bis hierhin haben die Programmierer nicht programmiert. Dunkler Turm. Ich glaube, wir sind nicht schwer genug dafür, oder? Nee. Okay, wie kriegt man das hin, dass das hier oben bleibt? Gar nicht, sagst du? Man muss wahrscheinlich mit dem Schwert hier hingehen, dann dieses Schild kaputt machen. Das Schild landet hier drauf und macht das dann auf oder so. Das könnte ich mir vorstellen, weil halt auf dem Schild auch nichts draufsteht. Hier haben wir noch so ein Windows-Zeichen. Was hat denn das zu bedeuten? Also zwei von diesen Dingern haben wir ja an sich. Hier ist noch ein Knopf. Der macht das hier zu. Okay, cool. Bin ich hier eingesperrt, finde ich sehr gut. Hier waren wir doch auch schon mal, oder? Guck mal, hier sind auch solche Aussparungen. Ah, hier ist der Ambosshof. Jetzt sind wir hier unten, aber ohne Amboss. Ja, der Amboss ist trotzdem da. Ich glaube, man muss erst da oben den Knopf drücken, damit hier der Amboss nicht mehr ist. Tja, ich kann aber gerade auch nichts anderes machen. Hilfe, ich fühle mich nicht gut. Prinzessin! I'm saving you! Oh, ist sie jetzt tot? Nein, Prinzessin! Dein Amboss-Head ist doch da! Wow! Dein Ernst? Voll der Jumpscare! Es scheint, dass die Prinzessin nicht nur von einem schwingenden Amboss bewacht wurde, sondern auch von einer Mimik in Form von ihr. Ash wurde geschnitten, gekaut, verdaut und schließlich in eine heroische Gänsehaut verwandelt. Geil. Wahre Schönheit kam von innen. Voll der Jumpscare! Oh, ich dachte, da rette ich meine Prinzessin und dann jumpscaret die mich hier zu Tode. Und frisst mich dann auch noch auf. Das ist nicht die Prinzessin, wie ich sie kannte. Der Geist von Ash ist in dem Hobo reinkarniert. Komisches Wort. Der sein Haus besetzte. Reinkarniert. Von Reinkarnation. Reinkarniert. Ah, nicht reinkarniert. Mit diesem neuen stinkenden Körper war er sich sicher, dass er diesmal die wahre Prinzessin bekommen würde. Hallo, ich bin der stinkende Dizzy. Wie geht's so? Wieso nehme ich das Schwert schon wieder mit? Oh mein Gott. Gut, klettern wir halt den Berg hoch und töten diese beiden Entwickler da. Der eine, der schon tot ist oder sich was gebrochen hat, besser gesagt. Und der andere, der da einfach rumgammelt. Hi, stirb. Green Boy Palette freigeschalten. Danke. Und dich töten wir auch noch. Hallo. Nein, ich will nicht, dass du hier bist. Stirb. Bitte. Geh einfach kaputt. Okay, dann nicht. Gut, die Palette gucken wir uns natürlich an. Die Palette. Die heißt einfach Jesus, okay. Green Boy Palette. Ist jetzt alles grün? Okay, super hässlich. Das soll wahrscheinlich an die alten Röhrenfernseher erinnern, oder? Also, diese Paletten sind irgendwie ultra hässlich alle. So, jetzt sind wir hier zum Schwert. Allerdings ohne Vogel. Das heißt, wir kommen hier sowieso nicht so richtig weiter. Da, ich konnte nicht springen. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Geheimweg? Hier zumindest? Auch nicht? Einfach nirgendwo? Na gut, dann nicht. Hier ist nochmal dieses komische Rätsel. Ich meine, wir können ja erstmal die Mitte aktivieren. Dann können wir auch hier links runter gehen, wenn wir wollen. Und dann gibt es hier neue Sachen. Aha, jetzt sind wir hier. Auf der linken Seite, da waren wir schon mal. Was steht denn hier? Das legendäre Bier der Yumminess. Quelle vieler Kalorien. Wurde in dieser Kammer versiegelt, um es aus unserer Ernährung zu streichen. Was? Ja, Bier ist auch eklig. Die Antwort auf die obige Kammer ist nicht... es noch einmal zu versuchen, sondern sich auf deine Wahl zu konzentrieren. Oh. Der legendäre dunkle Stein, Quelle der dunkelsten Dunkelheit, wurde in dieser Kammer versiegelt, um ihn von unserer dunklen Feinden fernzuhalten. Wir halten ja einfach alles fern mit komischen Sachen. Wo sind wir denn jetzt? Man soll sich auf seine Wahl konzentrieren, die man davor getroffen hat. Heißt, wenn wir hier in der Mitte hochgehen... ja, lol. Und hier ist das Bier drin, oder? Ja. Dann haben wir das Bier und in dem anderen war, glaube ich, was Böses. Was war in dem anderen? Die rechte enthält etwas Dunkles. Da ist bestimmt was Böses drin. Ach nee, ach, der dunkle Stein natürlich. Das macht Sinn. Okay, das heißt, die beiden anderen Knöpfe hier sind auf jeden Fall böse. Die aktivieren beide den Scheiß. Das Bier ist gleich weg. Wie können wir denn schnell das Bier loswerden? Dieser eine Dude wollte halt Bier haben. Okay, weil es verderblich ist, ne? Wo war denn der Dude? Oh nein, meine Zeit. Da oben. Hier, ich habe Bier für dich. Bier? Ja, ich hab Bier. Nimm's. Bitteschön. Er macht das Ding runter. Mehr nicht? Oh, warte, dieser Stein, den wir jetzt haben, der muss bestimmt da rein. Irgendwo in der dunklen Festung. Hier. Oh, hier können wir ihn einsetzen. Guck mal.
Dunkler Altar. Zurück in der Stadt mit den Kräften des dunklen Steins, die im Altar freigeschalten wurden, konnte Jesus endlich seinen Wunsch erfüllen. Alle Menschen zu töten oder was? Er brachte alle dazu, für all die Demütigungen zu bezahlen, die er in anderen Abenteuern erlitten hatte, und ließ sie mit einem Fingerschnipp explodieren. Für mehr war da nicht gut. Ach man, wir sind kein wahrer Held, Leute, wir sind ein Fake-Held. Mach alle explodieren lassen, das ist mein größter Wunsch. Bitte mach mich jetzt zu einem Magical Girl. Nach einer langen Zeit der Exposition gegenüber dem dunklen Stein würde jeder korrupt werden und sich in eine dunkle, böse Kreatur verwandeln. Das klingt sehr wie Herr der Ringe. Python Ash hatte dies keine Auswirkung, da er bereits ein verabscheuungswürdiges Wesen war. Es hat sein Aussehen verändert. Okay, wir haben jetzt solche Teufelshörner quasi. Aber was kann man denn noch machen? Also eine Sache wäre natürlich noch einmal dass der Shopkeeper uns einmal erschießt. Fuchtel, 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 Fuchtel. Fuchtel, 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 Fuchtel. Hallo, erschieß mich. Du Vollidiot. Oh, ich habe seine Waffe. Du hast die Schrotflinte. Wieso schießt er dich? Ich habe extra rumgefuchtelt. Oh. Okay, krass. Kann ich damit die Brücke... Die Brücke hat Angst vor uns. Erschlägt die uns jetzt? Ich hoffe nicht. Jays Anti-Diebstahl-Brücke. Rufe 555 bla 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 an und erhalte deine eigene. Lol. Kann ich die verbrennen? Nö. Das ist ja auch eine Schrotflinte und kein was weiß ich, was wir hier haben. Okay, wir haben jetzt eine Schrotflinte. Damit kommen wir doch garantiert durch die Tür da unten, oder? Ich wäre überrascht, wenn nicht. Weil so viel Auswahl, was wir hier machen können, haben wir jetzt gar nicht. Stopp! Ich will da durch! Was bringt mir diese Schrotflinte? Also hier können wir wirklich gar nichts machen. Wir können die ganzen Dinger hier wegschubsen. Also das Einzige, was wir machen können, ist tatsächlich hier reingehen und gucken, was passiert. Jetzt sind wir mit der Schrotflinte in der dunklen Festung. Was meint ihr, können wir damit genau machen? Hier müssen wir auch nochmal hin mit einer Schaufel. Da ist noch was zu. Wieso ist das jetzt plötzlich auch zu hier? Das ist auch die Anti-Diebstahl-Brücke, oder was? Lol. Hä? Jetzt sind wir einfach hier, aber hier können wir gar nichts machen. Wir haben eine Schrotflinte, aber wir können absolut nichts damit machen. Absolut gar nichts. Ich sterb... Oh, achso, doch, wir können hoch. Okay, immerhin. Ja, schick mich zum dunklen Lord. Ich werde ihn abknallen und töten oder so. Wieso sind wir denn da oben gestorben? Guck mal, da ist auch Blut. Oder ist da über der Amboss-Hof? Das kann natürlich sein. Hier kann man sich auch noch durchbuddeln. Man braucht für alles hier irgendwie eine Schaufel. Ach so. Ah, und wenn wir die jetzt alle töten, dann bekommt man doch bestimmt irgendwas, oder? Was meint ihr, wie viele Leute kommen da raus? Das geht garantiert nur mit dieser Waffe, oder? Das könnte ich mir vorstellen. Dass dann am Ende irgendwas passiert. Oder wir müssen hier so viel töten, dass wir uns eine Treppe aus den Leichen bauen quasi, dass hier alles überfüllt ist mit den Dingern. Und dann kommen wir da oben an die Knöpfe ran. Weil ich kann ja auf den Dingern draufstehen. So, alles mal aufreihen hier. Das lag doch. Das muss lang. Jetzt lass mich da hoch. Oh Gott. Wie kriege ich das alles auf die rechte Seite? So, das muss jetzt aber lang. Okay, also den ersten Knopf haben wir schon mal. Dann fallen die schon mal alle runter. Dann kommen wir da auf der rechten Seite... Ja, eigentlich hoch, oder? Und da geht's dann weiter. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Lol. Wie solche Lemminge! Kennt ihr das Spiel Lemminge? Die bringen sich auch immer alle so um. Okay, das ist aber blöd. Ich komme da ja nicht runter. Ach doch, ich kann ja auf den draufstehen. Das heißt, ich kann hier hin, die alle nicht, aber das juckt mich ja nicht. Können die Leichen hier mal irgendwie weg? Die nerven. Hallo, geht mal alle weg! So, okay, ich brauche hier Platz. Danke. Warte. Nein, es sind zu viele Leichen. Ich muss auf dieses weiße Ding rauf. Geht alle weg. Ich muss auf dieses weiße Teil rauf. Nein, sag mir nicht, ich komme nicht auf dieses weiße Ding rauf, weil hier zu viele Leichen sind. Nein. Oh, scheiße. Ich komme hier nicht mehr raus. Nein. Okay, warte. Ich habe noch eine Idee. Wir können das Ding da bestimmt nutzen. Warte. Komm her. Oh, okay, ich komme hier links hin. Vielleicht kann ich die so ein bisschen wegschießen. Ich muss wieder nach links kommen. Ja, oh, danke. Okay, ich habe mich wieder freigeschossen hier. Ich krieg das auch hin, Leute. Ohne Witz, ich komme hier nicht mehr raus. Ich kann nichts machen. Das sind zu viele Leichen. Oh, scheiße, ich habe überlegt, ob ich einfach auf diesem Schwert hier rumbuddel und dann irgendwie rauskomme, aber das geht auch nicht. Vielleicht jetzt, nein. Oh, das wäre voll MLG gewesen. Oh, scheiße, ich kann hier nichts machen. RIP.
Lol. Hä? Wie bin ich denn hier jetzt hin? Okay, man kann hier anscheinend durchgehen. Durch die Lava durch. Und wo kommen wir denn raus? Das war auch wieder Zufall. Ich bin eigentlich in die Lava reingesprungen, bin aber wieder hier rausgekommen. Was bist du denn? Hallo? Oh, werden wir jetzt Venom? Die Probe von außerirdischen symbiotischen Parasiten gelangte schneller in den Körper von Dunklen Ash und verwandelte sich in einen schwarzen Anzug. Dunkler Ash fand das so cool und rannte schnell nach Hause, um sich im Spiegel zu sehen. Magen- und Darmparasiten. Jetzt sind wir quasi Venom, ja? Sind wir jetzt vielleicht ein bisschen geiler drauf? Also Venom von Spider-Man, wer ihn nicht kennt. So ein böser Typ, der sich einfach um deine Haut rumpflanzt und dann bist du voll cool. Ash erwartete, dass er mit diesem Anzug eine Art von Macht erlangen würde, aber das Einzige, was er bekam, war schwerer Alien-Durchfall. Zumindest hatte der Anzug seine Größe. Nein, das bringt uns einfach gar nichts. Einfach nur ein anderes Ende halt. Jetzt bin ich doch wieder hier in der dunklen Brücke und diesmal habe ich die Schaufel dabei. Hier unten müsste irgendwas sein. Feen, hallo Feen. Feenhafter Brunnen. Okay, wir haben 4 Leben. Wir haben ein Leben dazu bekommen. 5 Leben. Wo ist die große Fee? Wenn wir bei denen bleiben, meint ihr, das ist schlecht? Ich frage mich, ob was passiert, wenn das zu voll wird. 8? Ne, 10 Leben, ne? Ja. Wir platzen einfach. Diese Feen konnten wirklich gut heilen. Tatsächlich waren die inneren Organe von Ash so gut, dass sie unglaublich stark wurden und 4-mal so groß wurden, sodass sein Körper wie ein Ballon platzte. Danach konnten sie ihn jedoch nicht mehr heilen. Tja, doofe Tod. Overheal. Ganz klar, kennt man doch. Ist auf jeden Fall eine Anspielung an Zelda. Mal wieder. Das Gehirn von Ash überlebte den Feenvorfall und wurde von einem Hund verpflanzt. Nee, in einen Hund verpflanzt. Und so begann ein neues Abenteuer. Jetzt sind wir ein Hundi-Wundi. Okay, warte, wir können doch bestimmt jetzt die Katzen fressen. Als Hund. Wahrscheinlich nicht. So ein kleiner Derby-Hund, ne? Was ist das denn hier? Hallo? Was ist das? Du hast den Kompass? Es gibt tatsächlich einen Kompass. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Der Kompass sagt, ich soll nach rechts gehen. Hier hören wir nicht auf den Kompass, aber das ist ja interessant, dass wir jetzt den Kompass haben. Der Hund ist auch süß. Der hüpft so witzig. Ich hole mir nochmal kurz die Schaufel und dann gehen wir da nochmal hin und gehen rechts weiter bei den Feen, weil da war, glaube ich, noch irgendwas. Vielleicht ist er ja die große Fee oder so. Let's see. Nein, ihr bösen Feen, nochmal werde ich nicht zerplatzen. Oh, ein Hinweis. Das passt ja, dass wir gerade ein Hund sind. Blue hat einen Hinweis gefunden. Ich weiß das Lied leider nicht mehr. Schau nach und mach dich schlau. Nee, das ist was anderes. Egal. Hallo, gibt's hier irgendwas? Okay, das bringt... Doch, wir haben die Schaufel. Oh, Leute, wir können da rechts lagen. Geil, dann bin ich ja doch nochmal hier hingekommen. Hallo, ich bin ein Hundi mit einer Schaufel. Wie geht's denn so? Dieses Diener... Was? Diener Hauptquartier? Und... Guck mal, da sind sogar 2 Diener. Da, seht ihr die da? Da, da, genau vor mir. Der Kompass sagt irgendwas anderes, wir sind eingesperrt. Nein, jetzt bin ich wieder hier. Nein, ich will ins Diener-Hauptquartier. Oh nein, ich kann doch hier nichts machen. Ich kann leider schon wieder so gar nichts machen. Ich kann nicht dahin gehen, wo der Kompass mich hinhaben will. Na komm, hier, noch ein Jumpscare. Nee, ich geh weg. Tschüss. Ich will die nicht retten. Wir müssen Jumpscare. Hey, da kommt noch was. Oh, hier geht's noch weiter. Ist das dein Ernst? Oh, wie geil ist das denn? Hilfe, Hilfe! Das ist locker auch die falsche. Alles Fakes hier. Du bist auch nicht die Richtige. Katz mich mal. Aber das ist doch unfair. Wer hätte gedacht, dass sich diese Stacheln diagonal bewegen könnten? Spot verfluchte die Spieleentwickler und schwor Rache, als er ausblutete. Wie hieß denn Spot? Okay. Mann, da dachte ich, bin mal schlau und finde hier tolle Sachen. Und dann war das genau das Falsche. Jetzt muss man natürlich auch den anderen nochmal ausprobieren, ne? Nein, wir sind kein Hund mehr. Oh. Spot konnte nicht wissen, wem man vertrauen sollte und wem nicht. Es schien, als sei die Welt von ihnen herum explizit dazu bestimmt, sich gegen ihn zu verschwören. Ist denn der Kompass jetzt immer wieder da oder nicht? Ja, oh cool. Okay, der Kompass ist jetzt immer da. Das finde ich sehr gut. Dann probieren wir noch einmal ganz kurz aus, was passiert, wenn wir die zweite Prinzessin da befreien. Ist garantiert auch fake, aber probieren geht über studieren, nicht wahr? Aha, auf deinen perfiden Plan falle ich nicht hinein. Ah, die haben das mit Absicht gemacht. Von hier aus sieht man den einen Knopf nämlich. Und jetzt ist er nicht mehr zu sehen. Ich bin absolut keine falsche Prinzessin. Drücke diesen nicht falschen Knopf und meine nicht. Was hat sie gesagt? Okay, klar. Hier. Ich hoffe wirklich, du gehörst nicht zu den Helden, die Frauen wie Objekte behandeln. Hinter hier ist auch noch ein Knopf oder so, ne? Und da oben geht's halt auch noch weiter. Okay, ich bin dein Retter, Prinzessin. Alles gut. Bist du die echte Prinzessin? Du hast die Prinzessin. Oh, echt jetzt?
Eh nicht. Von oben kommt locker was. Kommt von oben was. Ha, lass uns hier verschwinden. Hier ist doch aber auch noch irgendwas. Okay, hallo? Was ist das hier? Prinzessinnenzimmer. Oh nein, das ist ein Bett. Welche Art von Belohnung würde Spot als wertvoll erachten, unzählige Gefahren und Feinde zu überleben? Nun... Kinder, guckt da nicht so hin. Stimmt, ein Quickie mit der Prinzessin. Spot ging rasch und sagte nur, entschuldige mich, Prinzessin. Oh nein, aber danach ging's auch noch weiter. Ist das nervig, jetzt sind wir nackt. Derselbe Tag. Spot wachte auf und erkannte, dass er seine Kleidung nach seiner Begegnung mit der Prinzessin zurückgelassen hatte. Vielleicht sollte er sich mit etwas bedecken, damit er unsere Empfindungen nicht verletzt. Können wir uns jetzt anziehen, wie wir wollen? Ja! Geil. Okay, das finde ich wieder nice. Ich wäre gerne die Katze. Dankeschön. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Wir müssen jetzt aber nochmal zur Prinzessin gehen, leider. Oh Mann, der Weg dahin dauert immer 80 Milliarden Minuten. Guck, Prinzessin, ich habe mich verwandelt. Jetzt sind wir beide eine Pussy. Ja. Komm mit, ich rette dich. Lass mich dich retten. You got the princess. Sogar die richtige. Yeah, Pussy Riot. So, diesmal gehen wir nicht in das blöde Schlafzimmer hier. Wir können natürlich uns hier hinsetzen, wenn wir wollen. Wollen wir erstmal besprechen, was wir machen wollen? Was ist denn das hier eigentlich? Prinzessin, tu irgendwas. Hier ist zu. Prinzessin, nutze deine Magie. Du bist gar nicht wie Prinzessin Zelda. Was geht ab bei dir? Okay, ich kann hier absolut gar nichts machen. Wenn ich hier lang genug drinne bleibe, kommt dann irgendwann der dunkle Lord? Warum ist hier zu? Das, ich weiß auch gar nicht, was das hier darstellen soll. Na gut, dann wieder zurück. Hallo? 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 Ich könnte uns beide umbringen, Prinzessin. Nee, geht nicht, weil da zu ist. Gut, dann retten wir jetzt halt die Prinzessin. Ist zwar lame. Oh, die andere Prinzessin ist sogar weg. Ist zwar lame, die Prinzessin so richtig zu retten. Aber bleibt uns ja anscheinend gerade nichts anderes übrig. Oh mein Gott. Man muss er festhalten? Ich glaube nicht. Prinzessin, nimm das Ding! Prinzessin, nimm das Ding! Okay, geht ganz offensichtlich nicht. Aber ich kann gar nicht noch woanders hin. Ich habe ein ungutes Gefühl. Tja, Prinzessin, das habe ich schon die ganze Zeit. Aber ich bin doch eine Katze. Schnurr, schnurr, schnurr. Miau, 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 miau. Uns geht's gut, Prinzessin. Alles cool. Hier links... Ah! Oh, toll. Noch ein Testosteron-Duell. Testosteron-Duell. Ich hoffe, du bist Level 80 oder hast eine tolle Ausrüstung. Ich habe überhaupt gar nichts. Hallo? Ich will nicht... Spot wusste, dass er nur eine Chance von 0,01% hatte, diesen Kampf zu gewinnen. Aber die Stimmen seiner imaginären Freunde schwangen mit ihm... mit und erfüllten ihn mit Mut. Vielleicht hätte ihn nur ein bisschen mehr Mut davon abhalten können, in zwei Hälften geteilt zu werden. Tja. Bin schön, wie die Prinzessin jetzt rot gekleidet ist. Hätte ich rechts lang gehen sollen? Hätte ich irgendwas anderes machen können überhaupt? Aber ich hatte sie doch, die Prinzessin. Wieso? Ihr habt doch schon gewonnen. Ich hatte sie doch. Jetzt muss das Spiel doch vorbei sein. 546 Stiche später war Spot in einem Stück und wieder bereit für das Abenteuer. Na gut, dann will ich aber sagen, was war's mit dieser Folge? Ich bin mir nicht sicher, ob ich zufrieden bin mit dieser Folge, aber wir haben ein paar neue Enden dazu bekommen. 37% sind wir jetzt. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.